Hallo, da bin ich wieder. Im neuen Jahr begrüße ich euch ganz herzlich und ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen mit Körper, Geist und Seele ins neue Jahr 2020. Ein ganz fulminantes Jahr. Man liest es überall, Frau liest es überall, in allen Kanälen ist es zu hören. Das Licht kommt zu uns. Wir sind praktisch an einer neuen Stufe des Übergangs, ja, in eine höhere Schwingung. Wir stehen an dieser Schwelle und wir sind da kurz davor. Ja, und bei dem Licht kam mir heute die Idee, euch ein kleines Video zu drehen, denn das Licht steht ja unmittelbar bevor. Im Moment sieht man es jetzt noch nicht so sehr. Ich dachte eigentlich noch, die Sonne käme raus. Aber nichtsdestotrotz, es regnet nicht. Es ist relativ hell für Anfang Januar. Und ich möchte euch mitnehmen nach diesen Tagen der Dunkelheit, nach diesen vielen, vielen Feiern, auch in dunklen, vielleicht in dunklen Kirchen mit kleinen Kerzen oder auch bei euch zu Hause gemütlich kuschelig auf der Couch, unterm Tannenbaum, unterm Lichterbaum, in der Geborgenheit, die ja auch die Dunkelheit mit sich bringt, einfach in dieser Zeit jetzt auch schon mal den Blick nach vorne zu wenden. Ich weiß, es war jetzt erst die letzte Rauhnacht. Morgen ist erst der 6. Januar. Ich bin ein wenig meiner Zeit voraus, aber es zieht mich einfach auch schon so. Die Energie ist dermaßen da. Ich weiß nicht, ob ihr es auch spürt. Es geht zum Licht. Und auch wenn der Frühling noch lange, lange auf sich warten lassen wird, steht doch ein anderes, wunderschönes Ereignis vor uns. Viele kennen sich ein bisschen aus mit den mit dem Kreis des Jahres, mit den Jahreskreisfesten vielleicht auch. Und das ist ja auch eine meiner ich gehe da sehr, sehr gerne rein, Lieblingsenergien auch, diese Jahreskreisenergien. Und ich feiere ja auch die Jahreskreisfeste. Dies Jahr das erste Mal die Sonnen- und die Mondfeste. Ich weiß nicht, ich sage da mal ganz kurz was dazu, die Sonnenkreisfeste. Die sind oftmals sehr bekannt. Das sind die Sonnenwenden, Sommersonnenwende, Wintersonnenwende und natürlich die dazugehörigen Feste im Herbst und im Frühling, Frühjahrs- und Herbst, Tag- und Nachtgleiche. Und es gibt dann auch die Mondfeste oder die Feste der Monden, nenne ich sie ganz gerne, um ein bisschen weibliche Energie reinzubringen. Nichts gegen die Männer unter euch, aber wir haben ja alle Anteile in uns. Genau wie wir Frauen auch die männlichen in uns haben, aber ich pushe die gerne ein bisschen durch die Rituale. Und die führe ich gerne dann eben auch zu den Mond-Energietagen durch. Und da beginnt es relativ bald und deswegen stehe ich auch schon hier im Wald an einer Birke, wie ihr sehen könnt im Hintergrund. Eine wunderschöne alte Birke mit weißem Stamm. Denn sie ist das Symbol für das erste Mond- oder Mondenfest in diesem Jahr für Brigitte. Manche kennen es auch als Lichtmess. Brigitte ist die weiße Göttin, kann man auch sagen. Sie bringt uns das Licht, sie bringt uns aber erstmal, bevor das Licht des Frühlings wirklich zu uns kommt, bringt sie uns die Verheißung dessen, was auf uns wartet. Die Verheißung, die schon in jedem kleinen Samenkorn drinsteckt, ja, sei es zum Beispiel in einem Sonnenblumenkern, da ist die gesamte Sonnenblume mitsamt der wunderschönen Blüte, die sich zur Sonne ausrichtet, immer wieder. Auf Spanisch heißt die übrigens Girasol, ne? Wer das kennt, was das bedeutet, das heißt, sie dreht sich immer zur Sonne. Girasol. Also da ist diese gesamte Energie samt der Information drin, ich drehe mich einfach mal immer zur Sonne. Oder in der Eichel, ne? Das wissen wir auch, aus einer kleinen Eichel kann ein riesengroßer Eichenbaum wachsen, wenn das Wildschwein nicht vorher vorbeikommt mit ordentlich Hunger am Bauch. Ja, also das ist die Verheißung. Und die Verheißung, das ist das Fest von Brigitte. Und ich lade euch ein, entweder zu Hause bei euch ein Ritual zu machen oder auch euch einfach mit der Energie zu verbinden. Ihr könnt natürlich auch gerne nach Hannover kommen. Ich biete diese Jahreskreisfeste als Zyklus, Gesamtzyklus an oder aber auch in einzelnen Etappen. Ich biete den am 2.2. an, dieses Fest, am 2. Februar. Das ist eben die Energie des neuen Lichts, was uns das ganze Jahr verheißt.
Das ist ein wunderschönes, eine wunderschöne Gelegenheit zu orakeln, sich zu fragen, was bringt das Jahr eigentlich? Was für Pläne habe ich? Wie möchte ich mich damit einbringen? Und was, wo lasse ich mich überraschen? Was gibt es vielleicht an Geheimnisvollem, was mich jetzt, was mich ereilt im Jahr 2020, wovon ich vielleicht jetzt noch null Ahnung habe? Ja, für mich war es ganz frappierend, was im vorigen Jahr zum Beispiel zu Brigitte oder nach Brigitte passiert ist. Ich wusste, hatte noch überhaupt keinen Schimmer davon, dass ich einen Online-Kongress zum Thema Seelennahrung durchführen würde. Ich hatte Ideen natürlich, ich wollte mehr Verbundenheit, ich wollte Netzwerken in meinem Leben noch mehr, dem noch mehr Raum geben. Ja, ich wollte auf jeden Fall auch etwas tun für meine Seele, um die zu nähren und einfach auch um Licht und Liebe und Verbundenheit in die Welt zu tragen. Ja, und ich denke, dieser Kongress, als der dann ja, in die Welt kam, das war schon sowas wie die Verbindung von all dem, was ich mir vorgestellt hatte. Vielleicht auf einer ganz anderen Ebene. Aber manchmal guckt man ja hier hin und wartet und wartet und denkt, wann kommt es denn? Ja, und neben einem macht es plumps und ist da. Ja, also dass wir einfach uns auch mal umschauen dürfen. Das ist auch vielleicht so eine Botschaft der Zeit. Ja, also die Mondfeste, wie ich gesagt hatte, das erste in diesem Jahr ist Brigitte. Dann kommt, wenn das Jahr voranschreitet, das nächste Mondfest ist Walpurgis. Ein Fest der puren Lebenslust und Lebensfreude. Früher wurde da an den Feuern, wurde über die Feuer gesprungen. Ich meine, heute macht das auch noch die eine oder andere oder der eine oder andere. Aber vor allem ist es ein Fest der weiblichen Lebenslust auch. Aber auch der Vereinigung von männlichen und weiblichen Anteilen. Und wer die Stories von Avalon kennt und sich da so ein bisschen mit beschäftigt hat, der oder die weiß dann natürlich auch, dass dann der Hirschgott kam und die Befruchtung vollzogen hat mit der Frau seines Herzens. Und er ist dann, und daraus sind dann die Walpurgiskinder geboren, die eine ganz besondere Aura auch hatten. Ja, da gibt es viele Sagen drüber, viele Geschichten. Und ich lade euch ein, einfach da auch reinzugehen und euch mal ein bisschen damit zu beschäftigen. Wenn wir dann weitergehen im Jahreskreis mit den Mondinnenfesten, dann kommt ein Fest, das vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist als Kräuterweih oder Lunasat. Kräuterweih ist wirklich die Zeit, wo die Kräuter, wenn wir die sammeln, wo die größte Kraft haben. Und diese findet im August statt, diese Kräuterweih. Ja, auch ein sehr, sehr schönes Fest, wo dann die Sträucher oder die Kräuter zu Buschen zusammengebunden werden. Kommen bestimmte Kräuter rein oder auch unbestimmte. Also traditionell sind das eben ganz besondere Kräuter. Und die haben dann eben besondere Heilkraft und wurden früher von den Frauen gesammelt, damit man gut über den Winter kam. Denn damals war das ja die Heilmedizin überhaupt, die Kräuter. Heute noch große Kraft, aber sehr kraftvoll, aber ja, von einigen eben nicht so wertgeschätzt. Ja, und das letzte Fest in diesem Jahr 2020, was ich begehen werde, ist eigentlich das erste Fest im Jahreskreis. Ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist. Manche kennen es unter Halloween. Ich nenne es gerne Samhain. Es ist das Fest der Ahnen und es nennt sich auch interessanterweise Hexenneujahr. Ja, also das neue Jahr für die Hexen, für die Frauen, die eben eine ganz besondere Rolle spielten in unserer Entwicklung, auch evolutionär, die eben dieses alte Wissen verbreitet haben oder damals überhaupt erstmal unter die Menschen getragen haben, an die sich alle wenden konnten, die krank waren, denen es nicht gut ging. Ja, die eine sehr heilende Rolle auch gespielt haben und leider auch eben oftmals auf dem Scheiterhaufen gelandet sind zu bestimmten Zeiten. Viele von uns haben diese Informationen von damals noch in unseren Seelen gespeichert, in unseren Zellen gespeichert. Und daher kommt vielleicht bei der einen oder anderen auch die Angst, sich zu zeigen oder auch bei Männern, die heilen wollen, weil ob männlich, ob weiblich, wir wechseln ja laut der Seelentheorie öfter auch mal die Geschlechter. Muss nicht sein, kann aber. Ja, also wer Lust hat, fühlt sich berufen, in diesen Jahreskreis einzutauchen. Ich habe dazu auch auf meiner Website jetzt schon mal alle Termine aufgeschrieben. Ihr könnt da gerne reingehen. Ich verlinke das unten drunter, www.naturheilzentrum-lebenskraft.de.
Vielleicht findet ihr auch bei euch in der Region etwas, ja, wenn ihr nicht aus Hannover oder Umgebung seid. Ansonsten, meine Feste finden immer an einem Sonntag statt, von 11 bis 16 Uhr, sodass auch eine Anreise aus der Umgebung bequem möglich ist. Oder ihr übernachtet in Hannover, ein schönes Örtchen, schönes Städtchen, klein und relativ beschaulich, wenn man aus Berlin kommt oder vielleicht aus München oder anderen großen Städten, aber hat eine schöne Energie und auch schönen Wald, wie ihr seht. Der größte Stadtwald, die Eilenriede. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Anfang, einen wunderschönen Start für das neue Jahr. Ein bisschen verspätet, aber ich musste mich auch erstmal erholen mit Singen und Tanzen und ja, in mich gehen. Macht's gut, wir bleiben in Kontakt.